ne, alle Leute auch auf YouTube, alle mal auf Insta gehen und so. Das Lager ist hier nicht mehr. Alles klar, wir holen unser Lager, wir ziehen hier rein. Das wird der Lagerplatz. Wow! Oh, um Gottes Willen, da bin ich schon mal runtergeknallt. Schnell, beeil dich, komm! Oh mein Gott, dann können wir noch runterziehen. Geil, da habe ich Bock drauf. Warum kauft niemand Merch? Der ist super. Der ist super toll. Naja, also das Mauspad hat schon was. Ja, das Mauspad ist mega. Soll ich das mal zeigen? Pass auf. Pass auf. Das ist das Mauspad. Also die Tischmatte. Guck mal, wie riesig, Alter. Die kostet zwar 30 Euro. Howdy. Howdy. Aber, ja, richtig nices Teil. Was, nur 30 Euro? Einfach Schnapper. Ja, es ist halt ein Riesending. Und es ist scheiße High Quality. Also es ist richtig gut gemacht. Der Druck ist übelst hoch auflösend. Also, das ist ein richtig geiles Teil. Und es ist eine relativ dicke Matte auch noch. Na? Ist jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so Billo-Scheiß. Dankeschön fürs Folgen auf jeden Fall. Wenn ihr noch nicht auf Insta und TikTok gefolgt habt, dann macht das doch auch. Und auf YouTube natürlich, das ist viel wichtiger. Viel wichtiger. Kurz den Discord voll gespammt. Toll. So, jetzt hoffe ich, dass da wirklich niemand ist. Das wäre jetzt der Wahnsinn. Hier! Schon, willkommen im besten Zuhause-Lagerplatz der Weltgeschichte. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, weil ich das gesehen habe, dass hier keine Zelte mehr sind. Das war ja bebaut hier. Ja. Yeah. Ja, guck mal, komm mal mit. Guck mal hier. Hoppa. Hier kannst du deine Britsche reinstellen. Oder in den Zelt, warum auch nicht, wenn du schon ein Zelt hast. Ja. Yeah. Aber da kann man chillen wie Sau. So, Achtung, aus dem Weg.
komplett. Hab extra die Sachen auf dem alten Kanal waren nicht reingeschickt und Parkbälle auch nicht. Was versuchst du denn da? Mein Zelt aufzustellen. Da oben oder was? Ja, das funktioniert nicht. Ja, wie soll denn das, wie willst du das da hinbekommen? Das geht nicht. Ja, wer hält? Hä? Er hat jetzt versucht, das Zelt da hochzustellen? Versuchst du gleich mit dem Pferd da hochzulaufen? Bild ist mal wieder richtig schön da. Henry ist wie ein schlechter Sturmtruppler, muss machen, was man ihnen sagt, verkackt aber trotzdem bei den einfachsten Aufgaben. Du hast es erfasst. Warum rennt denn der auf einmal? Wo will er denn hin? So, jetzt haben wir schön Fleisch gemacht. Was, manchmal habe ich Angst, wie es wird, wenn ich auch RP spiele. Du machst dich bestimmt dann auch über mich lustig. Nee, weil bei dir verstehe ich es. Du bist eine Frau. Also, nicht, dass das jetzt was zu sagen hätte. Gell, Pui? Siehe Minecraft, dein schönes Dach. Spaß. Du musst das. Wagt dann nicht, kommt, sonst komme ich. Ja, lol. Du musst den trockenen Beton, den du auf dem Dach hast, den pinken. Nimm diese Blöcke, weil das ist jetzt wie Sand, das kann runterfallen. Nimm diese Blöcke und setz die einmal in Wasser rein. Und dann kannst du die abbauen mit der Spitzhacke, dann ist es fester Beton. Und dann sieht das auch richtig cool aus. Oh, hä, was war denn das jetzt? Gar nicht über den Jahr lustig gemacht. Nur gesagt, dass es total bekloppt aussieht. Hab dann drüber lustig gemacht. Toll, Schatz, jetzt hast du ihre Gefühle verletzt. Boah, ups. Das ist mir gerade schief verrissen. Er hat's immer noch nicht hingekriegt. Alter. Also wir sind jetzt schon 10 Minuten hier, ne? 5 Minuten. Verdammte Axt. Na, wahrscheinlich bist du nur schon dämlich, oder was? Digga, was ist das für ein Ausdruck? Ist alles so neben, ich kann das Zelt nicht aufstellen. Ich krieg das nicht gescheit hin. Warum nicht? Die ist alles zu steil. Also hier daneben sind die Büsche im Zelt. Das ist. Verstehe ich nicht. Gib doch mal her. Eine nee, Umfrage. Hat eine Umfrage vorgeschlagen. Wie lange brauche ich für das Zelt? Viel Spaß. Ich stehe da mitten im Weg, oder nicht? Oder geht das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ist voll im Weg, da kommt keiner mehr lang. Oh. Henry, schieb mal kurz dein Schild weg, ich kann da fast nicht vorbeilaufen. Hättest du das nicht noch ein bisschen tiefer reinschlagen können? Ja, guck mal hinten.
Scheiße. Ist ja schon der Dreck durch. Wie soll ich denn das jetzt auch noch? Ich kann in dich mal tiefer reinschlagen. Bitte nicht. Schon, dann hast du schön kuschelig. Gib mir deine Britsche und deine Kiste. Nee. Kiste musst du selber wohin stellen. Die Kiste kannst du ja da oben verstecken. Ja, ich geb dir mal meine Britsche. Ja, Kiste kannst du oben im Holz verstecken. Ja. Im Berg. Wahnsinn. Also hier dürfen wir nicht mehr weg. Das ist die geilste Lagerstelle, die es gibt, Alter, ohne Witz. Da hat es mich auch schon runtergeschüttet. Na? Voll geil. Feier ich. So. Super. Beste Lagerstelle. Ja. Ah, ich wollte mir etwas zu essen kaufen gehen. Schön. So. Richtig fett. Guck dir das an. Feier ich richtig auf. Richtig geile Stelle. Hat doch mal auch einen offiziellen Insta-Kanal, den Namen ungeeigneter Zeltaufbauer kann ich nicht finden. Komisch. Probier's mal unter Typ, der gar nichts blickt. Vielleicht findest, obwohl, weiß nicht. Das war doch beides eine Männerstimme gerade, oder?
Nur Scheiße, der war alle der Laden, der verkauft nur Müll. Oh, diese Esel. Oh, ist so. Warte. Was hat der denn jetzt? Schub, hab ich schon Fleisch einen Topf gekauft, schön. Wo wollte Henry denn jetzt was zu essen? Wollte er nicht was zu essen kaufen? Kurze Frage, ich wollte sie nicht stören, aber ich bin erst frisch aus dem Zug, noch nicht so lange im County und habe im Store gesehen, dort gibt es so ein Kräuterbuch. Ja, genau. Ist das irgendwie jetzt, sind da Rezepte oder ist das eher eine Karte, wo ich bestimmte... Genau, das ist eher schon eine, das sind schon Anhaltspunkte, wo sie welche Sachen finden. Also kein Kochbuch. Nee, habe ich am Anfang auch gekauft, wo ich vor 4 oder 5 Monaten hergekommen bin, aber das ist echt so lange schon hier, also. Ja. Und kennen Sie sich hier schon ziemlich gut aus, denke ich. Ja, ja? Na klar. Wenn Sie, manchmal gibt es da so Frauenkalender, heißt das. Frauenkalender? Aber kaufen Sie die nicht? Das, ja, das lohnt sich, habe ich auch gedacht. Okay, was war aber da? Man bezahlt man bezahlt da $5 und dann, also ganze 5, und dann bekommt man da einen Kalender, wo halt einfach irgendwelche zufällige Frauen drin sind, wo es dann heißt, ja, die hat mal den Saloon in Roach besessen. Und fertig. Okay, ach so. Toll, also hat sich war nicht so toll. Nee, okay. Nee. Vielen Dank für die Info. Ja, kein Problem. Dass ich mir den Scheiß nicht holen. Ja. Na gut, ja, dann sage ich erstmal vielen Dank. Passen Sie auf sich auf. Schönen Abend noch. Sie auch. Schönen Abend. Wiedersehen. Adios. Bis dann. Ja, bis dann. Ah, so. Und der Typ, der nichts blickt, kann ich nicht finden. Hab aber ein Konto gefunden, wo ein recht gutes Bild von ihm ist. Hodenkobalt 25. Warum müsst ihr denn alle so fertig machen? Der hat nichts getan. Achso, das ist genau das Problem dann. Curtis wird sich jetzt nach Hause begeben ins Bett, okay? Also lass die mal hier jetzt schön in Ruhe. Und Henry auch, ja, der kann sonst nicht mehr schlafen. Der findet das nämlich gar nicht lustig. Also er findet das wirklich nicht lustig. Der ist dann immer gleich eingeschnappt. Und das ist aber in echt. Howdy. Scheiß Pfeifen. Kann ich mal los haben. So laut. Oh, das ging sogar ins Rote in OBS. Das war richtig, richtig schlimm gerade. Also jetzt habe ich mich wirklich so verjagt. Alter, du blöde Fotze. Ich meine natürlich doof. Das war schon gut von dir. So. Alter. Ey. Hä? Hä? Das muss ja auch sein Geld wert sein. Ja, danke schön.
So. Du Wichser. Gut, in dem Fall auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind wieder beim nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.